Hallo? Hallo, hörst du mich? Ja, ich höre dich. Hey, Edith ist da, warte. Hallo? Edith, warte, ich komme jetzt. Ich meine, Farut. Hey, Simon, was geht ab? Wie geht's dir, Bruder? Alles gut bei dir? Auch, ich muss aber hier Geld abheben. Ich wollte mich umziehen, aber irgendwie funktioniert der Automat nicht. Was kostet umziehen? Keine Ahnung, ist nicht so teuer, oder? Wie teuer? 1500, Junge. Okay, ich hab dir 2500 gegeben, komm. Komm, ich zieh mich mal kurz um, damit ich auch meinem Namen würdig gekleidet bin. So, jetzt aber. Ja, du musst jetzt, wie heißt das? Jetzt habe ich dieses, das T-Shirt, was immer mein Freund Kolle trägt. Genau, Felix Blume. Wir sind auf jeden Fall schon mal im besseren Style als gestern. Morgen können wir uns hier nochmal umziehen oder später. Komm. Wir fahren, fahr du. Bist du noch gar nicht gefahren, Auto? Doch, aber ich bin nicht der beste Autofahrer in der Stadt. Ey, Simon, der hat dich, glaube ich, sehr komisch angeschaut. Der nimmt dich, glaube ich, nicht ernst. Soll ich aussteigen und den schlagen? Sag ihm mal deine Meinung. Zeig ihm mal, dass sie sich hier nicht mit uns anlegen dürfen. Hey, Freunde, zu welcher Gang gehört ihr? Wir sind die Blatzmann. Ja, nicht ihr, die anderen. Yeah. Hey, du mit TikTok. Warte. Wie heißt du? MJ. MJ? Ja. Yeah. Wieso nicht MK? Das passt besser zu dir, das Kaffee, ihr Kalb. Hey! Hallo! Ey, warum schlägst du mich an? Aua! Ey, ganz ruhig, Mann, ganz ruhig! Hey. Komm, jetzt können wir hier wieder fahren, Fallot. Jetzt haben wir uns einen Namen gemacht. Komm. In der Westside. Ist auf Crack, der Junge, Alter. Das hat er gesmoked, Mann. Das hat er genommen, Mann. Das ist Simon. Kennst du ihn schon? Kennt ihr mich? Simon, ich bin neu in der Stadt. Simon Levive. Es gibt eine Doku schon über mich. Ich suche dir mal einen neuen Friseur, Alter. Was sind das für so orangene Haare, Alter? Gute Idee. Oder? Bring mich mal zum Friseur. Komm. So, jetzt ich bin haben gleich wir zurück, Jungs. Ja, ich fahr zum Friseur. Ja, alles gut, Bruder. Komm durch, ja. Das ist übrigens Sosa. Sosa, wie geht's dir, Sosa? Mir geht's wunderbar, Alter. Wie geht's dir, Mann? Auch. Er ist bekannt dafür. Diesmal war ich angeschnallt, oder? Als einziger. Wart ihr nicht angeschnallt, Freunde, ne? Ja. Tut mir leid, ja. Hey, Simon, wie soll ich mich anschnallen, Mann? Mit meinem dritten Bein, da reicht doch kein Gurt. Das stimmt, ich kenne das. Aber bei mir ist das meistens wegen dem Latissimus. Ja, das stimmt auch. Aber das Schlimmste ist immer noch, wenn ich mit Schaltgetriebe Auto fahre. Ja, das weil, ist das Auto weil das Auto ständig bremst. Ich will mir die gleiche Frisur machen wie du, Sosa. Hey, ja, das ist aber... Die Frisur ist patentiert, wie soll ich dir sagen, Mann? Aber für dich, du kannst sie machen, ja. Komm mal rein. So. Haare. Hey, Simon, der schneidet fast so gut wie Hassan. Ja, okay, weiß ich Bescheid. Ey, Ding, Oder das ist es normal? Ist ja mein Ohr fickt, oder? Simon, wie soll ich das sagen? Bruder, was klackert dann so, Alter? Simon, Bruder. Ja. Bruder, hast du da irgendwie Joghurtbecher mit Schnur angeschlossen? Was ist da los? Ich höre die ganze Zeit irgendwie so ein Klackern. So, jetzt aber, oder? Jetzt sehe ich schon viel besser aus, oder? Was sagt ihr? Ja, Alter, perfekt. Okay. Ja, Mann, das sieht echt gut aus. Sieht echt gut aus. Da sind die doch, die OGs. Bruder, von dem wurde ich gerade umgeschossen. Sag, ich bin jetzt mit meinem Rücken zurück. Und dann lass Simon eine Ansage droppen. Komm. Okay, komm, Simon, okay. Klär das mal hier. Komm, du bist mein Rücken, ja, Simon? Klär das mal hier für den jungen Sosa. So, Jungs, ich bin mit meinem Rücken zurück, ja? Warum habt ihr ihn geschlagen? Endlich bist du breiter geworden! Warum habt ihr ihn gehauen? Warte! Simon! Ja. Simon, entspann dich doch jetzt! Okay, Jungs, wir kommen. Mein Bruder Simon ist auf Testo. Ja, schön, dass er auf Testo ist, dann lieber Trembolone! Nennt mich ab jetzt Sean Paul! Ey, wer seid ihr zwei? Also, ich bin Jürgen Beißer! Jürgen Beißer, muss man den kennen? Jesus. Jürgen Beißer, sagen wir mal, das ist einer in der Szene, der die Leute immer wegfickt. Ja. Können wir da rein? Können wir rein zu euch? Komm, hey Simon, wie lange bist du denn schon hier? Hier links müsst ihr rein. Ich bin hier, seitdem ich von deiner Mutter gekommen bin. Guck, ich hab doch gesagt, sein Mund riecht nach Pimmel. So, Freunde,
Ab jetzt wollen wir jede Woche Schutzgeld. Richtig. Ganz genau. Jetzt habt ihr für jemanden ein Problem? Ja, ist für mich gerade ein Problem. Du, wer bist du denn? Ich bin Marek. Marek, du siehst aber eher aus wie der Jarek. Laut. Okay, ja, und wer bist du? Meine Ohren, Digga. Wer ist denn die junge Dame hier? Fräulein. Ja, bitte? Wie heißt du denn, die junge Dame? Ich bin Liz. Liz, wie alt bist du denn, Liz? Ich bin 18. 18? Kann ich mal deinen Ausweis sehen, bitte? Nee. Nicht? Nee. Okay. Nee. Der ist gefällt, ich bin darauf 19. Du bist darauf 19? Ja. Ja, da bist du hier auf jeden Fall bei dem falschen, bei dem richtigen Rapper. Volljährigkeit geht bei mir klar. Simon, du bist Rapper, oder was? Ja, ich rappe jetzt hier in Dortmund. Soll ich euch mal was vorrappen? Ja, mach mal. Ja, mach mal. Okay. Dafür will ich von jedem von euch 1000 Dollar haben. Das ist mein Auftritt. Ja, hol 1000 Dollar. 1000 Euro, weißt du, wie viel das ist, Mann? Ey, pass mal auf, ihr habt das alte Thema. Hör mal zu, halt mal deine Schnauze, du Stück Scheiße. Pass auf, wir machen das. Ey, komm her, Mann, komm her. Mit wem fickst du? Du willst du nicht, ja, ist das klar, verdammte Scheiße. Fuck mich mit so einem Filipino, ja? Das ist, so läuft die Rap-Szene. Man muss sich erst beefen, dass man was raushaut. Ey, okay, Simon! Ja? Simon, geht diese Beat fit? Schau mal. Oder ist der zu schnell? Mach mal. Yeah. Oder, hey, what's up, gib ihm. Oder ist der zu schnell? Der ist super, der Beat. Okay, bisschen zu leise. Wir nehmen uns jetzt den ganzen Tag an. Obwohl, Niki. Ja. Okay. Ey. Mein Name ist Simon Levive. Und wir sind jetzt live. Ah. Mein Name ist Simon Levive. Und wir sind jetzt live. Bei GTA RP. In der Stadt vom BVB. Der rappt auf jeden Fall besser als Farod. Ich bin Faruds Doppelgänger. Ich bin Warte. Wie kannst du sein Double sein, Alter? Du hast die dickste Kartoffelnase, die ich je in Dortmund gesehen habe, und Farod hat so... markantes Gesicht und sieht sehr, sehr attraktiv aus. Das wollte ich jetzt nicht sagen, aber ja, könnte hinhauen. Ey, ich habe die dickste Kartoffelnase, aber auch den größten... Ist das gute Qualität? China. Aber den größten? Ja, bitte, Simon. Sprich dich ruhig aus. Der größte Hurensohn hat eben zu mir gesprochen. Aber ey Leute, war hier früher mal ein Puff oder so? Warum? Was? Weil guck mal, wie viele Hurensöhne hier sind. Ey, aber warte mal ganz kurz. Simon, ich hab eine Frage. Eine Frage, möchtest du vielleicht mit uns kommen? Wohin? Ich bin... wie ein Blasen. Ey, was mit der Dame? Will sie jetzt doch nicht mit? Wo ist sie denn? Wie heißt die? Oran, kannst du uns sie nicht vielleicht offline für eine halbe Stunde und 50 Euro? Ja, immer mit der. Ja, das ist keine Bitch, Mann. Okay, 100 Euro. Was? Und sie? Oder? Ja, okay, jetzt, Edelhura ist das jetzt auch wieder nicht übertreibbar. Okay, 30 Euro. Als sie bei Kali war, hat sie umsonst gemacht, Alter. Ich verstehe nicht, warum sie jetzt so teuer ist. Ich war nie bei Kali. Wo warst du denn sonst? Zivilistin, was ist das? Ein anderer Begriff für Prostitution? Also, in Dortmund muss man eine Sache sagen, ne? Aber seitdem ich hier bin, ist die Prostitutionsrate hart angestiegen. Das ist nicht das Einzige, was hart angestiegen ist. Simon. Komm, lass uns los, Farod. Ey, aber Farod, nimm's mir nicht übel, aber bitte zieh den mal um, der sieht ja aus als... Der sieht aus wie Kollege. Das ist nicht mehr normal. Schau dir mal an, er läuft irgendwie mit Lackschuhen und Jeans rum und guckt seine Frisuren. Und er denkt so, er hat Fashion seine Mutter gefickt mit Versace-Oberteil. Du hast recht, ich hab dich vom Fashion die Mutter gefickt. Ich habe deine Mutter gefickt. Hat er das Hellion gesagt? Hat er das zu Sergen gesagt, dass der Typ... Ey, beruhig dich! Sergen, was ist dein Kommando? Kralas, beruhig dich! Sergen, okay. Sergen, Kralas! Mal die Waffen runter, Mann, das ist immer noch mein Gast, Jungs.
Er macht doch nur Spaß. Ja, Jungs, nimm die Waffe runter, Jungs. Nimm die Waffe runter. Ich weiß. Komm, Jalla. Leute, vielleicht werden wir alle noch Freunde. Wir sehen uns nach der Sonnenwende. Jalla, gut. Tschüss, ihr Hunde. Das ist so elendlos. Ich bleib hier, ganz kurz. Ich komm sofort wieder. Dann steig in Auto, ein. Ich steig in den Wagen ein. Genau, und danach... Schnall mich an, ich bin gleich wieder da. So, Leute, da bin ich wieder. Okay, ich geh jetzt dahin. Ihr Galb. Servus, grüß dich. Tag schön. Da haben wir aber schon. Da schreie nicht so rum, was wir Tagchen. Wer ist das? Das ist Simon, das ist mein Bruder. Ich bin neu hier in der Stadt. Das freut mich sehr für dich, Hermann. Jetzt setz dich hin oder verpiss dich. Okay, du. Ja. Was? Simon. Ich hab gesagt, ich hab nur gesagt, okay, du. Komm, wir gehen ins Kaminzimmer. Folgt mir. Können wir auch ins Kaminzimmer? Ja, komm, siehst du aus. Er hat gesagt, Schwein muss draußen bleiben. Warum geht er dann selber rein? Warum bitte? Sag ihm das mal ins Gesicht. Hab ich nicht. Simon, mein Bruder Simon macht das. Ich mach das, Leute. Wie heißt denn der Chef hier? Setz euch hin, komm her, Simon. Wie setzt man sich hin? Bleib einfach stehen, ist auch easy. Okay. Wollte ich gerade sagen, bleiben Sie einfach stehen. Ich mach's im Stehen, weil ich vielleicht auch direkt zuschlagen muss. Warte mal, bevor du zuschlägst, hast du 5 Kugeln in deinem Kopf. Ich weiß nicht, wovon du redest, Bendejo de Mierda, Caliverga, Mentiroso. Okay. Hey, red mal anständig hier. Red Deutsch hier. Wir sind in Dortmund, nicht in Cancun. Meine Herrschaft, ja, genau, sehen wir aus, als würden wir lachen. Sehen wir so aus, als wären wir also fröhlich. Ich verstehe, aber guck mal, das Ding ist aber auch, ja. Er hat ja auch bis jetzt noch nichts gesagt und ihr seid ja so frech geworden. Also da muss ich ehrlicherweise sagen, da bin ich gerade auf Simon seiner Seite, weil aus Simon ist bis jetzt noch nichts gekommen. Auf welcher Seite sie sind, interessiert uns nicht. Aber in dem Mund des einen oder anderen wird noch was kommen. Also ich sag mal so, Hermano, Sosa, ich weiß jetzt, dass dir mindestens eine Gehirnhälfte fehlt, dass du wirklich sagst, Hermano, dass er nichts getan hat. Ich bitte dich. Leute, soll ich euch mal was erzählen? Ich möchte mit euch mal ein Geheimnis von mir teilen. Als ich damals im Fußballverein war, das ist schon sehr, sehr viele Jahre her, und ich in die Dusche gegangen bin, in die Umkleidekabine, da haben mir meine Mannschaftskameraden mich angeschaut und gesagt, das sollten wohl Zwillinge werden, was? So unterhaltsam ist er. Ja, habt ihr den von Zirkus geklaut? Eine sehr tolle Geschichte, wow. Hey, der ist gut. Den muss ich mir merken. Oh, den muss ich mir auch merken, Alter. Oh, Mann. Was, husten Sie, weil Sie Schwanz im Rachen haben, oder was? Ey, scheiße. Nee, ich huste nur so, Mann. Scheiße. Okay, so, worüber wollten wir uns unterhalten, Freunde? Dich kenne ich überhaupt nicht, Hermano. Eigentlich bin ich hier, um mich mit Sosa zu unterhalten, aber no problema. Stiflas Mom, danke. Was hast du denn überhaupt mit denen zu tun? Wer bist du denn überhaupt? Ich mache jetzt den Rücken von Sosa. Ich bin sowas wie, ja, sein Hintermann. Also wenn ich ihn und nicht schieße, nur in der Knastdusche bin ich sein Hintermann. Ja, yeah, du weißt Bescheid. Das ist jetzt, wir sind der Rücken von Sosa. Wir machen das, Bitcoin. Also wir machen jetzt, wir... Ach, du auch, Farud? Ja, normal, Bruder. Hermano, also, du konntest noch nicht mal eine Fliege beschützen. Wie willst du Sosa beschützen? Wieso? Rücken beschützen. Natürlich, wie ich konnte keine Fliege beschützen. Ehrlich, Mann, wie kannst du sowas sagen? Wie kannst du sowas sagen? Was machst du, Hermano? Wie viel hast du schon mit Bitcoins verdient? Schon sehr, sehr viel, Hermano. Und du? Ja, ich habe noch nicht mit Bitcoins gehandelt. Ich habe mich jetzt hier darauf spezialisiert mit Farud auf die Sicherheit. Wir haben eine Security-Firma und früher haben wir das in Berlin gemacht, jetzt machen wir das hier in Dortmund, dass wir da den einen oder anderen betreuen, sage ich mal. Den Dreck ausmisten, weißt du, weil hier sind sehr, sehr viele, sehr, 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 sehr viele Hurensöhne in Dortmund unterwegs und das muss alles ausgemistet werden. Richtig. Und darum kümmern sich Simon und Farud. Genau, hier okay, ist sehr, Simon, sehr viel. Hast deine Waffe dabei? Lass mich raten, Hermano, du bist so stark, du machst alle mit deiner Faust fertig. Oder nein, Hermano, mit deinem dritten Bein, oder nicht? So schaut's aus mit Mr. Bitcoin. Ich verwechsel immer das Coin mit que pasa, Español. Ah, que pasa. Willst du Spanisch lernen, Simon? Sí, por favor. Aprendeme a hablar Español, señor Bitcoin. Sprich mir nach, jo? Jo? Caliverga. Caliverga.
Richtig, jetzt hast du gesagt, dass du ein Schwanzkopf bist. Oh. Freut mich für dich. Das klappt immer wieder mit Benderos. Der war gut. Gut, no problem. Mr. Bitcoin, die fünf hinter uns, gehören die zu dir? Natürlich. Wer sind das, deine Securities? Das ist meine Familie, Armano Viva la Cartel. Wir sind die Geschäftsmänner. Aber da ist auch eine Frau dabei, oder? Tatsächlich noch. Aber hier doch die hinter mir? Der sieht doch aus wie eine Frau. Hier, du. Genau vor mir. Hey, guck mal, Paul, sieht die nicht aus wie eine Frau? Ja, ein bisschen schon. Hey, zieh mal die Brille aus. Machen Sie sich keine Sorgen. Kann euch zu Frauen. Wie eine Frau oder wie Monet? Monet habe ich gegessen. Monet, kennst du Monet? Den Pendejo habe ich doch live gesehen am Samstag. Wo hast du den gesehen? Auf den Scheiße. Hat sich echt angehört wie ein Haufen Scheiße, Leute. Ich dachte mir nur die ganze Zeit, wann ist das vorbei? Wo hast du den gesehen? Im Box-Event. Ich habe dich da gar nicht gesehen, hä? Leute, ich möchte mit euch noch mal was teilen. Ich bin vorbestraft. Hallo, Salam alaikum. Aleikum salam, Armano. Mach mal Platz für die Emojis. Mr. Bitcoin, ich bin vorbestraft. Mit was denn? Ich habe Geschlechtsverkehr mit einer Frau gehabt, ne? Mit einer oder meiner? Nein, einer, nicht einer. Gut, meine Frau ist nämlich schon tot. Dann kann das doch deine sein. Dann hör mal die Geschichte weiter. Ich bin 63 Jahre alt, Pendejo de Mierda. Das heißt, du hast mit einer 61-Jährigen geschlafen, ist das richtig? Ich sag mal so, alles, was bei drei nicht auf den Bäumen ist, ne, da kann man ran. Aber nochmal, und da hatten wir Geschlechtsverkehr und danach hat die mich angezeigt, wegen schwerer Körperverletzung, wegen meinem Genitalbereich. Und dann war ich vor Gericht und das zählt als Waffe. Also das heißt, wenn ich Geschlechtsverkehr habe, ist das wie bewaffneter Angriff. Also das ist jetzt anerkannt, also staatlich anerkannt. Ja, das ist jetzt anerkannt, also das heißt, das war dann meine erste Vorstrafe. Wegen schwerer Körperverletzung. Das ist wie, als würdest du Schalldämpfer auf Knarre machen. Genau so. Aber umgekehrt. Das ist nicht, als wenn du Schalldämpfer auf Knarre, sondern Knarre auf Schalldämpfer machst. Ah, verstehe. Ich finde die Geschichte sehr interessant, Simon. Wie ist eigentlich dein Nachname? Levive. Menterosso? Levive. Es gibt auch eine Doku über mich. Die werde ich mir definitiv nicht anschauen. Aber egal, Armano. Ich finde dein Auftreten sehr interessant. Vor allem dein Kleidungsstil sieht wirklich, scheiße aus. Sieht aus, als hätten sie auch im türkischen Bazar bei Versace eingekauft. Wer hat das gesagt? Meine Wenigkeit. Breitenberg, Baron Breitenberg. Okay, Baron Breitenberg. Weiter geht's. Sie dürfen sich geehrt fühlen. So, Bitcoin, was ist denn los, Mann? Bitcoin, erzähl mal jetzt dein Anliegen. Komm, wir haben nicht so viel Zeit. Halt die Fresse, wenn ich rede. Pendejo de mierda! Wie alt du schon bist. Hermanos. Er soll draußen warten, der Pendejo. Spaß. Das war nur noch Witz, Mann. Er soll draußen warten. Entspann dich doch, Bitcoin, Mann, verdammte Scheiße. Wir sind hier zusammen mit der Truppe hergekommen. Alles schön und gut, Mann. Okay, dann geh ich halt. Oder ich warte im Schlafzimmer. Eins von beiden. Oder draußen. Hast du okay? Bitcoin, weil deine Frau nicht mehr lebt, warte ich nicht im Schlafzimmer. Alter, ich weiß nicht, wer redet von euch zwei Jahren. Ey, das war der Fahrrad, Mann. Ihr habt nichts verwechselt. Bring mir diesen Rasta in den Keller. Ey, Simon! Beide in den Keller sofort! Keine Probleme, ihr wolltet reden. Meine Frau liegt nicht im Schlafzimmer, deswegen geht er nicht rein, sie? Und das ist nicht respektlos, Sosa, sie? No Problem. Hebt den Pendejo de mierda Calivera mit Rosso auf. Bringt ihn mir nach unten. Meine Kettensäge wartet unten schon. Scheiße. Hey, Jungs, setz dich in Pendejo de mierda. Sogar ein Puff wird man besser empfangen. Und hier sind genauso viele. Natürlich, cool. Jeder so wie er es verdient. So. Oh, Bitcoin ist. Spaß. Oh mein Gott. Sag's noch einmal. Nein. Sag es, tu es, sag es. Der ist nicht tot. Steh auf, Pendejo de mierda, oder ich töte dich. Sag nochmal, dass wir Huren sind. Ihr seid keine Huren. Natürlich nicht, Hermano. Und ihr schon ist dein. Söhne. Spaß. Warte. Ja. Aber er kommt wieder im Stuhl sitzen. Ey, Paulus, warum machst du denn sowas? Sag doch nicht sowas zu unseren Freunden. Dreh dich um. Das höre ich zum ersten Mal. Ey, Leute. Dreh dich um, habe ich gesagt. Wenn mir einer sagt, dreh dich um. Und da sind so viele Kriminelle. Dann hat das echt so einen alten Knast-Vibe und da kommen mir alte Erinnerungen hoch.
Bitcoin, guck mal. Einen von meinen Homies vor meinem Rücken hast du doch schon umgeschossen, Mann. Verdammte Scheiße, zwei ist zu viel, Mann. So kannst du die nicht behandeln, Mann. Ich habe eine Frage an dich, Simon. Willst du überleben? Ich überlebe so oder so. Willst du überleben? Oder soll ich dir mit meiner Motorsäge in deine Fresse schneiden? Hä? Soll ich tun? Ich kann leider nicht schlagen. Was willst du mir damit sagen? Er wollte gerade schlagen, Mr. Bitcoin. Ich wollte sagen, Mr. Kell, Bitcoin, natürlich möchte ich überleben. Wir sind doch alle... Ich war ganz zufällig, als ich konvertiert bin zum Islam, war ich vor 23 Jahren in Mekka. Ich habe Arabisch gelernt, also weiß ich, was Kelb heißt, du Kelb. Das ist aber das deutsche Wort Kelb, wegen wie Döner Kelb. Davon ist... Interessantes Wortspiel. Das war ein... Weißt du, mein Kollege ist auch ein bisschen verwirrt, Mann. Mr. Bitcoin, ich mache einen Deal mit dir. Welchen? Töte Sosa. Okay. Und lass mich am Leben. Machen wir. Einverstanden. Say no more. Bist du sicher? Ja. Lass mich töte Sosa und lass mich gehen. Ist das der? Warte mal, Bitcoin. Er hat recht. Er beleidigt mich die ganze Zeit. Wer hat dich beleidigt? Also Sosa, du das oder Sosa? Ich hab es vergessen. Sosa war das. Sosa! Sosa war das. Sein Mann, hey, komm, Bitcoin, schon, mach den Sosa kalt. Scheiße Nummer, Simon, ich kann dich auch selber erschießen. Sosa, steck die Pistole ein. Wie kannst du dich wagen, hier vor Bitcoin eine Pistole rauszuziehen? Wollen Sie nicht gerade noch Sosa kaufen, damit Sie überleben können? Sosa, ihr Kelp! Jetzt bist du doch noch sogar ein Hund, Sosa. Alles gut, Mann. Komm, Bitcoin, mach doch. Okay. Als Willkommensgeschenk da, für mich hier in Dortmund. Aber wer bist du denn mir als Willkommensgeschenk? Simon Levive. Bist du ein bekannter Tinder- Schriftsteller oder was? Ja, der Tinder-Schwindler. Danke. Ich mach dir einen Vorschlag, Hermano. Wieso tust du es nicht einfach selber? Gib mir eine Pistole. Mach ihm seine Handfesseln ab. Oh no, gib ihm mal einen. Gib ihm keine Waffe, gib ihm einen Golfschläger, Mirda. Oh, geht mal beiseite. Boah, in diesem Raum Golfschläge wäre. Nicht Golfschläger. Golfschläger, komm. Golfschläger. Okay, hab ich. Alle weg. So, aber ein bisschen kampfunfähig bin ich noch. Harut, wo bist du? Simon, Alter, du lebst ja wieder. Hast du gesehen, hast du gedacht, ich verarsche, ich lass dich hängen, ne, Sosa? Ey, es steigt direkt in den Helikopter, warte mal. Sosa? Und ey, Simon? Sosa, du steigst nicht in den Geli, sonst hau ich dich gleich behindert. Geh raus. Scheiße, Mann. Komm, ey, Sosa, wie viel habe ich eben mitgenommen? Jungs, kommt mit. Zwei Leute. Geil, oder? Komm, wo ist Harut? Adios. Sosa, sag mal, trainierst du etwa gerade Beine? Harut, trainierst du Beine? Sosa, komm mit. Harut. Harut und Sosa und Simon, kommt mit bitte. Hör auf, Beine zu trainieren, Junge. Komm. Hör auf mit der Scheiße, wir haben unsere Regeln hier. Halte dich da dran. Hab ich voll vergessen, dass das Beintraining ist. Harut und Simon, bitte auch ins Auto einsteigen. Sosa, bitte. Alles klar, wir sehen uns morgen, Monet. Jo, Harut 2, sehen wir uns morgen. Endlich sind wir wieder vereint. Ey! Und gib UFO 361 seine Brille zurück. Niemals, das ist meine. Die habe ich schon seit Ewigkeiten. So, haut rein, Jungs. Sosa, mach warte mal. Scheiß, sonst hau ich dich gleich hier weg. Sag mal, Sosa, wie heißt? Ich sag's dir nochmal. Ich frag doch nur, wie du heißt, Mann. Seid doch mal ruhig. Man führt doch ein Gespräch. Was ist denn los mit euch? Was will denn der Parkwächter hier die ganze Zeit? Sosa, was willst du? Komm, ich geb dir $2. Fahr weiter. So. Gib dir mal $2 hier dem Parkwächter. Ja, wo soll ich denn jetzt parken, Alter? Du sollst fahren, du sollst hier nicht parken. Wir haben aber wo fahr ich denn hier lang? Da, hörst du raus. Komm, der Dortmunder Parkwächter, Junge. Wo nochmal lang? Ei Gott, so sei, schneide ich gleich weg, Alter. Ey, entspann dich doch, ey. Ich frag doch ganz normal. Überfahr den. Du musst jetzt zurück, wenn du willst. Jetzt, ja, gib ihm. Sehr gut, weiter so. Ey, wo musst du dich nochmal lang? Bruder, hör auf. Wow, chill doch deinen Arsch lang. Fahr jetzt. Ey, chill mal mit der Waffe. Wo soll ich denn hinfahren? Sonst gibt's heute Abend Hausarrest. Du hast Glück, dass ich noch ein paar Minuten kampfunfähig bin. Aber ich bin nicht sexunfähig. Geh mal wieder zu ihm hin. Warte. Jen, ich will dir noch einen Spruch reindrücken. Ja, drück rein.
Oh, scheiße, jetzt hat er das schon gehört. Das soll ich dein drittes Bein massieren, oder was? Nee, das macht doch deine Mutter schon. Ich hab... So, Leute. Hey, du hast alles auseinandergenommen hier. Ja, wirklich. So, warum liegt denn der auf dem Boden? Der wurde umgeschossen. Der wurde umgeballert. Von wem? Von einem da hinten. Der hat so. Aber der liegt auch schon. Aber ich dachte, das hier wäre eine waffenfreie Zone, Freunde. Gewalt ist doch keine Lösung. Wir noch die meisten. Ah, ich verdammt, in welcher Situation. Die meisten sind ein bisschen doof hier, deswegen. Ja, ihr seht aber auch nicht aus wie die hellsten Kerzen, oder? Ja, du auch nicht mit deiner Rasterlocken, oder? Hallo, die Dame. Oh. Wie geht's Ihnen? Bonjour. Bonjour. Alles klar bei dir? Ja, mir geht's gut. Wir haben uns, glaube ich, gestern schon mal gesehen mit Marcel, oder? Ah, Amelie, wie geht's dir, Mann? Ja, ich hab dich versucht anzurufen, Sosa. Hast du mich auch versucht anzurufen? Ich hab deine Nummer nicht. Wer bist du denn? Mein Name ist Simon Levive. Warte mal, wer redet? Redet der oder du? Er redet. Oh mein Gott. Wir klingen gleich, ne? Was glaubst du, wie das sich im Bett anfühlt? Wenn du vorne und hinten dieselbe Stimme hörst. Wundervoll. Hä? Oh Mann. Emily, wann willst du starten? Ey, was geht? Warte mal, ich muss das noch planen, wie wir das am besten machen, okay? Möchten wir uns gleich hier wieder? Oh. Okay. Dann bis gleich. Okay. Wer ist denn die nette Dame mit der Brille? Ich bin's gleich. Ich meinte nicht dich, ich meinte die mit dem grauen Anzug da.